Aber das ist schwer. Sepp Maier war schon eine Ausnahmeerscheinung. Ulle Weber, auf den kommt verlassen. Ich habe auch noch, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre noch mit ihm zusammengespielt. Gerd Müller, an dem geht gar kein Weg vorbei. Sepp Maier war mein großes Vorbild und von dem habe ich zwar nicht mehr abgeguckt, wie man Fußball spielt, aber die Art, die Einstellung zu seinem Beruf, das hat mich fasziniert. Er hat über 400 Mal ununterbrochen gespielt, Bundesligaspiele, ohne jemals ein Spiel auszusetzen. Und ich habe ja versucht, den Rekord zu brechen, aber das hat nicht ganz geklappt. Also, Sepp im Tor, Philipp Lahm, rechter Verteidiger. Also Libero war Franz, der ja das Libero-Spiel auch neu erfunden hat, diese Eleganz, die er damals mitgebracht hat, und war schon eine Ausnahmeerscheinung. Vorstopper, Ulle Weber. Ulle war, auf den kommt ich verlassen. Ich habe auch noch, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre noch mit ihm zusammengespielt. War ein harter Brocken, der ja auch mit gebrochenem Wadenbein, die Story kennt, glaube ich, auch jetzt mittlerweile jeder in Deutschland, mit gebrochenem Wadenbein gespielt hat, um das festzustellen, ob es hält ist, und auch von der Massagebank gesprungen. Also was der für Geschichten schon erlebt hat. Also von daher finde ich, ist der da bestens aufgehoben. Und der andere Innenverteidiger, also das ist der Innenverteidiger jetzt, ne? Jetzt haben wir ja drei. Linker Verteidiger. Also wir nehmen jetzt mal den Jonas als linken Verteidiger. Aber nicht, wenn uns keiner einfällt, sondern das soll eigentlich schon ein Zeichen dafür sein, dass du irgendwann mal dahin gehörst. Ja, den Wolfgang würde ich auf die 10 und den Flocke auf die 8 stellen. Und Pierre Littbarski. Pierre Littbarski würde linke Außenbahn würde ich den einsetzen. Vorne haben wir natürlich auch großartige Spiele wie Gerd Müller. An dem geht gar kein Weg vorbei. Das ist für mich der beste Stürmer, den Deutschland jemals hatte. Was der für eine Quote hat, unglaublich. Wir haben mehr Tore geschossen als Länderspiele. Und ja. Ja, also, und rechts außen, der Bonny hat auch noch im Mittelfeld gespielt. Ja, Rainer Bonhoff, Borussia Mönchengladbach. Bonny auf der rechten Seite gespielt. Ja, und links außen, ja. Ja, Hans Schäfer. Die habe ich aber leider nicht mehr spielen sehen. Von daher ist es dann immer schwer. Es gibt sicherlich noch Spieler vor meiner Zeit, die großartig waren, die auch Geschichte geschrieben haben, wie der Hans Schäfer zum Beispiel, Helmut Rahn und so. Das sind ja Spieler, die auch da reingehören, aber die einfach zu weit weg sind, weil ich sie selber habe nicht spielen sehen.